Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wieder mit Kaylin. Hallo. Dann gehen wir mal hier in den Bunker und schauen mal, wie tot wir wirklich sind. Ja. Und wir haben neue Outfits. Ich weiß gar nicht, ob die das letzte Mal dabei waren. Weiß ich auch. Und genau, wir haben ja die Enklaven-Outfits mal angezogen. Für unsere Beförderung müssen wir das doch schön machen. Genau. Ich komme sonst auch nicht in den Bunker rein. So crazy. Hi. Hallo, Herr Aggressor. Atlas? Nicht mit dem Aufzug schneller? Das könnte sehr gut sein. Na, ihr? Hier richtig? Ja, ich bin hier richtig. Die sind voll nett auf einmal. Nichts zu melden, Mitglied. Ja, dich. Na dann, ich lächel. Hechel. Ah, du bist jetzt auf zu den Aufzügen. Ja. Hallo, Captain. Captain, mein Captain. Nee, das geht nicht. Achso, hier geht's ja dann rein. Nee. Military, ja, Military Wing wahrscheinlich. Oh, der sieht nicht so gut aus. Dass der denn nicht erledigt hat? Ich meine, der was rein zufällig umgeflogen ist. Nee, da geht's wieder raus. Giftiges Wasser. Ja, ist halt hier unten, ja, wo man durchläuft. Aber ich, vielleicht müssen wir da drüben hoch. Was zu knacken! Gratis XP. Okay, gratis sind sie eigentlich gar nicht. Man macht ja was für sein Geld. Ja, ja. Und wir haben neue Symbole. Hm, was für eine Symbole meinst du? Die Icons links unten beim Team muss gucken. Ah ja, das stimmt, Symbol okay. Jetzt drinnen. Ah, okay. Hätte es vielleicht doch nicht kaufen sollen. Ja, ich bereue es auch gerade ein bisschen. Aber mir sind noch Punkte zum Entdecken. Ah, tatsächlich. Ah, das ich für mich noch nicht hatte. Mr. Gutsy liegt im Weg. Steht im Weg. Aber die Aufnahmen von der Kurve gehalten. Da oben ist es nicht gut gelaufen. Was? General? Nee, nicht so wirklich. Stehen da Mama Dogs Lebensmittelladen. Wir sind, aber jedes Mal bei den Punkten ist eigentlich entweder keines oder nur eines. Ja, ja. Also wir sind doch ganz schön rumgekommen in dem Spiel. Ah, hier geht's zum Command Center. Ah, stimmt, da konnten wir vorhin nämlich nicht durch. Dieser Ort diente vielen Zwecken. Waffenkammer, Archiv, Bildungszentrum. Doch seine wichtigste Aufgabe bestand in der Verbindung zu den Atomraketen in der Gegend. Für neue Generäle wurde ein kurzer Trainingsplan entwickelt, um sich mit den Atomraketen, ihren Kapazitäten und Gefahren vertraut zu machen. Begeben Sie sich bitte zu den Plakaten an der gegenüberliegenden Wand, wenn Sie sich für die Feinheiten interessieren. Wenn Sie allerdings direkt einsteigen möchten, wenden Sie sich einfach an eines unserer Kommandoterminals, um Ihr nukleares Wettrüsten voranzutreiben. Okay, dann gucken wir mal. Seien Sie gegrüßt, General. Willkommen zu Ihrer Trainingssitzung für den Start von Atomraketen. Auf den nächsten vier Plakaten bringen wir Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen, um das automatische Startsystem in Appalachia nutzen zu können. Im Rahmen Ihrer Einweisung sollten Sie eine Atomraketenschlüssel... Während eines tatsächlichen Raketenstarts müssen Sie die Karte in den ausgewiesenen Schlitz einführen, bevor Sie den Startcode eingeben. Die Karte wird danach einbehalten.
Zusätzliche Karten werden automatisch ausgegeben, wenn sich der DEFCON-Status der Nation weiter verschlechtert. Informationen zur Abholung der zusätzlichen Karten erhalten Sie bei Ihrem Logistikoffizier, falls sich die Umstände ergeben sollten. Und, Sie haben sich ergeben. Der vom General erwähnte DEFCON-Status befindet sich aufgrund der Taten unserer früheren Gäste schon seit einiger Zeit auf dem Maximum. Das Positive daran ist, dass oftmals Schlüsselkartenkonvois irgendwo in Appalachia unterwegs sind. Wir setzen gerne unsere wiederhergestellten Überwachungsinstrumente ein, um Ihnen beim Aufspüren zu helfen. Greifen Sie auf ein beliebiges Terminal des Überwachungssystems zu, um mit Ihrer Suche zu beginnen. Ja, sieh meine an. Um eine missbräuchliche Verwendung der automatischen Raketensilos in Appalachia zu verhindern, wurden die Sicherheitsmaßnahmen des Atomarsenals in der Region weit über alle bisherigen Standards hinaus erhöht. Für jedes Silo gibt es einen speziellen 8-stelligen Startcode, der eine Woche lang gültig ist. Diese Codes sind in 8 einzelne Zahlen, Buchstabenpaare aufgeteilt, die jeweils von einem zugewiesenen Offizier mitgeführt werden, der den strikten Befehl hat, seinen Codeabschnitt mit dem Leben zu verteidigen. Die Reihenfolge der Zahlen wurde mit mehreren Methoden chiffriert, um eine unzulässige Nutzung zu verhindern. Die speziell ausgebildeten Dechiffrierer des Bunkers stellen dem Offizierskorps den Code zur Verfügung, nachdem er wöchentlich neu ausgegeben wird. Es dürfte Sie nicht überraschen, dass die Dechiffrierer tot sind. Es liegt an Ihnen und den anderen Mitgliedern, die Startcodes der jeweiligen Silos zu dechiffrieren, bevor sie erneuert werden. Wir können Ihnen dabei aber vielleicht helfen. Wir haben alle Informationen, die wir über die Codes und ihre Verschlüsselung finden konnten, in den Archiven abgelegt. Wir vermuten, dass die Tafeln an der Wand etwas mit der Arbeit der Dekodierer zu tun haben. Was genau, überlassen wir Ihnen und Ihren Landsleuten. Wir sind auch gerne bereit, unsere Überwachungssysteme zum Auffinden der letzten bekannten Standorte der Offiziere einzusetzen, die diese Codes bei sich tragen. Begeben Sie sich einfach zu einem unserer Überwachungsterminals. Die Raketensilos in Appalachia sind mit einem hochentwickelten Roboterkonstruktionssystem ausgerüstet, mittels dessen die Arsenale innerhalb von Stunden wieder aufgefüllt werden können. Die Silos werden von einer Roboter-Spezialeinheit bewacht. Außerdem arbeiten dort einige menschliche Raketentechniker mit besonderer Freigabe. Laut den Sicherheitsprotokollen müssen alle Personen, die ein Silo betreten, jederzeit von einem Raketentechniker begleitet werden. Das Betreten ohne eine solche Begleitung wird als feindliche Handlung angesehen. Wir hatten keinen Einblick in die Silos selbst, sind uns aber ziemlich sicher, dass keine dieser Begleitpersonen noch lebt. Sobald sie durch die Tür sind, sind sie also auf sich allein gestellt. Ja, das war ja zu erwarten. Aufgrund der hochentwickelten Raketensilos in der Region besteht die hohe Wahrscheinlichkeit eines Nuklearvergeltungsschlages in Appalachia. Die durch solch einen Angriff hervorgerufene Strahlung kann verheerende Auswirkungen auf die hiesige Flora und Fauna haben und sie zu abscheulichen Monstrositäten mutieren lassen, die nichts anderes als einen schnellen Tod verdienen. Im Gegenteil, General. Unsere Speicherbänke legen etwas gänzlich anderes nahe. Unsere vorherigen Bewohner waren in der Lage, kurz nach dem Fall der ersten Bomben Materialproben zu beschaffen. Was sie entdeckten war, sagen wir, erhellend.
Stabilität. Wenn sie sie rasch genug stabilisieren, könnte sich ein Ausflug in eine Einschlagzone jedoch als produktiv erweisen. Dokumente zu diesen Materialien finden Sie im Archiv. Die Risse, die in der gesamten Region erschienen sind, kommen als reichhaltige Materialquellen in Frage, solange für ausreichende Schädlingsbekämpfung gesorgt wird. Falls Sie nach einem Ziel suchen, die Risse sind auf der Karte in diesem Raum verzeichnet. Also, da dies nun erledigt ist, sollten wir uns langsam die Hände schmutzig machen. Es gibt ein paar Hauptaufgaben, denen Sie sich widmen sollten. Erlangen Sie eine Atomraketenschlüsselkarte. Bringen Sie ein paar Code-Offiziere zur Strecke und informieren Sie sich in unserem Archiv über die Verschlüsselung des Startcodes. Alles, was Sie für den Anfang brauchen, finden Sie hier. Wie Sie genau vorgehen, überlassen wir Ihnen. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an eines unserer Terminals. Viel Erfolg, General. Na gut. Ja, da wäre so ein Terminal. Ein Überwachungsterminal. Ah ja, Eskorte, bitte. So. So, und das müssen wir jetzt machen. Gut. Da hinten ging ja noch irgendwas ab. Hier ist dann noch eine Karte mit Punkten drauf, ne? Ah ja, genau, gucke ich gleich mal, danke. Oh, Daten verloren. Ich kann austricksen. Ah. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus, haben wir alles. Auch nur nicht die ganzen Geheimarchive noch. So, Bauplanarchive. Ah, Power-Rüstung-Prototyp. Ja, wir können noch eine X01 Power-Rüstung. Ich glaube, die ist sogar ab 45, wenn mich nicht alles täuscht. Bist du schon, ja? Vielleicht packt, vielleicht geht's ja. Ich schau mal. Hi. Also ich müsste halt da ein Dings hinsetzen. Warte mal. Notizen? Achso, die hast du direkt gelesen. Alles klar.
infiltrierte Flora. Nehme ich mal mit. Dass sie hier auch in Pentagon-Form aufgestellt haben, die Tische, ja. Habe ich mir vorhin auch schon gedacht. Die Karte hier schon geguckt? Ah ja, nee, sorry. Ich. Oh, aber das sehe ich noch nicht. Moment. Die ist hier. Ah ja, super. So, haben wir nicht schon einen Atomkartenschlüssel eigentlich? Ja, die ändern sich ja die ganze Zeit. Das Raketensilo, Bravo. Ein Riss haben wir tatsächlich noch nicht entdeckt. Ja, ich hatte zwei bisher. Richtig. Ah, ja, ich hatte auch zwei. Ich gucke die Karte bin mir nochmal genau durch gerade. Ja. Ah, da ist auch noch eine. Ja, drei, stimmt. Ah, dann können wir jetzt aber tatsächlich mal. Oh, wir haben sogar. Ach, warte mal. Dann, Moment, ich hole mir gerade die leere Power-Rüstung raus. So, oh, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ah, da könntest du erweitern gleich, meinst du, ne? Genau, dann gucke ich mal, ob ich eventuell gleich die X01, wahrscheinlich fehlen mir die Materialien, aber versuchen kann man es ja mal. Ja, sonst kann ich dir auch was geben, das ist ja nicht. Ja. Ich habe halt die. Ach, ist das schon wieder. Die wollte ich doch nicht. Ultra-Zieh-Power-Rüstung. Ja. Da habe ich aber tatsächlich schon eine komplette. Mir fehlt dafür, das Ultra-Zieht. Ja, genau. Aber das gab's ja, glaube ich, in irgendeiner Mine. Ich überleg gerade, wo. Ich glaube, die, wo die einen Brandbestien waren. Mhm. Boten. Wo waren die nochmal? Verglaste Höhle, die wird es sein. Ja, da haben wir es, gut. So, Horus-Prototyp. Ja, jetzt habe ich genug schwarze Titan und lose Schrauben. Ja, okay, dafür, das wäre sogar Stufe 40. Ich glaube, da reichen aber. Oh. Ja, ich glaube, die Schrauben reichen da nicht auf Dauer. Wie viel brauchst du denn? Aber 34, jeweils 34, glaube ich. Boah, jeweils? Ja. 52. Ja, nee, da, ich glaube da. Das wären schon 120, 130. Ja, so 190. Zahnräder, Ich glaube, der Rest könnte sogar einigermaßen gehen. Große Schrauben wird wahrscheinlich eh das meiste sein. Ja. Na, mal gucken, vielleicht finden wir noch Zeug zusammenbauen. Ja, ich müsste einfach wahrscheinlich einmal einfach nur die Höhle durchgehen. Dann habe ich Ultrazit genug. Ja. Ach stimmt, so könnte man Sachen auch platzieren, ne? So, sehr schön. In Fallout 4, glaube ich, konnte man sich seinen eigenen Mold bauen, ne? Beziehungsweise ausstatten, nicht bauen. So, verwertet ist alles soweit. Achso, aber gelagert, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, dass ein Fallout so als Aufbauspiel jetzt nicht so wie Fallout Shelter, sondern umfangreicher, tatsächlich ziemlich cool wäre. Ja, es gibt ja auch einige, die halt, also ich ja zum Beispiel gar nicht, aber es gibt halt einige, die gesagt haben, die haben halt mit dem Basenbau viel mehr Zeit verbracht als mit dem eigentlichen Spiel und da auch viel mehr Spaß dran gehabt. Ja, da gehöre ich aber auch nicht dazu. Ja. Und sowas, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Oxygenotic Nudeln, glaube ich, heißt das. Dass ich das überhaupt rauskriege, Respekt an mich. Das zum Beispiel, das habe ich ziemlich gefeiert. Das spiele ich auch hin und wieder mal immer wieder aufs Neue. Ja, ja.
Ist, glaube ich, gerade beim, gibt's das, glaube ich, gerade beim Epic Launcher für kostenlos. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten vom Epic Launcher. Ich habe mir auch extra Slime Ranger gekauft, so weil ich ja, ja. weil ich es überhaupt nicht haben wollte beim Epic. Ja, also keine Ahnung. Also ich finde, da wird es auch irgendwie das bisschen heißer gegessen als gekocht wird, so ungefähr, also in Anführungsstrichen. Ich meine, Exklusiv-Deals gab es ja die ganze Zeit schon. Es gibt Spiele, die sind exklusiv für eine Konsole, die kannst du auf dem PC nicht spielen. Es gibt andere Spiele, die auch nur exklusiv meinetwegen bei... Ich glaube, Ubisoft hat keine Exklusivspiele, aber ich meine, Origin hat ja seine Exklusivspiele, die nicht auf Steam erscheinen. Steam hat Exklusivspiele, die halt nicht auf den anderen Launchern erscheinen. Und das ist jetzt ja, bei dem Epic-Launcher so ein... Ja gut, Datenschutz hier und da, aber... Ja, aber von daher... Dass der jetzt halt hingeht und sagt, ja, hier, guck mal, wir bieten euch halt ganz gute Konditionen. Und ich meine, als Spieler kostet es ja auch nicht mehr. Nee, das nicht. Bei mir ist ja weniger das Problem. So jetzt von wegen, ja, dass jetzt dann das Epic Games Launcher scheiße ist oder so. Ich finde den tatsächlich ziemlich gut aufgebaut und so. Bei mir ist es halt mehr so, ich habe halt das meiste schon auf Steam. Und ja, ja, klar, sicher. Mache ich halt bei Steam weiterhin. Ja. Aber das halt bei Metro Exodus, das hat mich halt mega genervt. Ja, das stimmt. Aber das da haben die ja auch, also haben die jetzt neulich wohl gesagt, so, ja, das ist halt blödes Timing, dass sie das halt so kurzfristig vor Start gemacht haben. Ja, finde ich auch. Ich meine, ich habe es auch für den Epic Games Launcher gekauft. So. Ja. Aber ich hätte halt gern alle drei in einem Launcher. Ich meine, ich kann ihn zwar reinpacken als teamfremdes Spiel. Ja, ja, klar. Wenn ich mich nicht irre. Aber das ist halt doch ein bisschen schade, so dass es nicht wirklich drinnen ist. Ja, aber, das, ja. Genau, das Problem hatte ich halt eben schon bei Mass Effect. Da gibt es ja auch nur die ersten zwei Teile auf Steam. Deswegen habe ich mir das halt auch komplett nochmal gekauft, dass ich, also einfach, dass ich es als Retail-Version habe. Und von daher... So, da wird Informationen über die Codeverschlüsselung. Ich will aber erstmal, glaube ich, hier zum Atomrakete. Wo ist denn hier Silo? Bravo? Bravo. Ah, da ist schon Bravo. Okay, alles klar. Das heißt, wir könnten in dem Umspannwerk und dann nach Westen. Weil das will ich erstmal, weil ich hoffe, dass wir dann... dann haben wir es auf jeden Fall schon mal erkundet. Und ich glaube, das dürfte eins der letzten Teile von der Aufseher-Quest sein. Folge dem Weg der Aufseherin. Stimmt. Warte mal, wo ist das jetzt? Südlich von Top of the World. Ein bisschen. Top of the World. Umspannwerk? Genau, ich bin jetzt im Umspannwerk und wird von da aus dann nach Westen laufen. Als ob ich das Silo Bravo nicht hab. Wahrscheinlich vergessen zu aktivieren. Charlie? Weißt du was? Ich mache einfach ganz klug, ich reise einfach zu dir. Ja. Und lauf dir einfach nach. Genau. Sonst könnte ich auch einfach einen Marker hinsetzen. Ja, stimmt, wird auch gehen, aber ja, passt. Wir reisen ja eh zusammen, also brauche ich das jetzt eigentlich nicht suchen extra auf der Karte. Genau, so. Allerdings würde ich tatsächlich mal einen Marker hinsetzen, dass ich weiß, wo ich hinlaufe. Das wird nicht schaden. Zack. So, darüber. Dann legen wir doch mal los. Verschaffe einen Atomrakete-Schlüssel gut vom Frachtbord. Aha. Ja, ich glaube, da könnten wir einfach Airdrops holen und... Ich habe ja, glaube ich, E6 oder so. Also, glaube ich, echt das kleinste Problem. Ja, ich habe 10. Geber. Ich habe, wir haben aber ewig keine mehr geholt. Überhaupt nicht. Ich glaube, das letzte war vor 4 Aufnahmesessionen oder so. Noch, ja, ja. Noch. Also habe ich es auch nur schon auf der Karte. Ja, ich auch. Cool. Auf zum Silo.
Radioaktivität weghauen. Ich glaube, ich gehe mal wieder in Deckung. Wer weiß, was da auf uns wartet. Wahrscheinlich 5 Brandbestien, ja, ja. 20.000 Supermutanten. Wahrscheinlich, ja, 5 Brandbestien, die gerade Strip-Poker gespielt haben. Oh mein Gott, das möchte ich gar nicht sehen. Und ein Auto steht hier, auf jeden Fall. Ja. Das ist irgendwie auch die Quest getriggert, die vorhin schon aktiviert war. Alles klar. Na dann. Klopf, klopf. Aha. Standort Bravo, da haben wir es doch. Aufseher Lockwood. Raketensilo Bravo. Die Sicherheitssysteme funktionieren noch, wie in Silo Alpha. Ich schätze, dass es bei Charlie genauso aussehen wird. Aber das muss ich mir ansehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die militärischen Zugangsdaten erhalten soll, um reinzukommen. Meine Hoffnung, aber auch meine Angst ist, dass irgendeine andere Gruppe Überlebender versucht hat, das ebenfalls hinzukriegen. Wir müssen einfach weitersuchen. Jetzt runter. Stimmt, wir können die Dinger jetzt benutzen. Die was? Wir können jetzt ja in die Silos rein. Das ging ja vorher nicht. Jetzt sind wir ja autorisiert. Stimmt. Die Frage, wer da jetzt schon rein sollten. Wahrscheinlich nicht. Ja, können wir mal gucken. Ja, wir können hier aber auch nichts machen. Doch, wir können uns hier drin bewegen. Sichere und bereite alles für den Start vor. Okay. Wäre cool, wenn man die ersten Silos so geschenkt bekommt, so. Ja. Halt komplett die ersten, was im Spiel jetzt nicht mit einem zweiten Charakter oder so. Ah, hier gibt's was zum Hacken, aber hier ist auch irgendjemand, der es auf uns aufmerksam geworden ist. Ach du. So, dann hacke ich gerade mal. So zum Ende der Folge. Haben Sie mich denn nicht kommen? Nein, haben wir nicht. Ich überlebe das hier schon. Ja, ja. Erreiche eine höhere Stufe. Sehr gut. Warte jetzt hier mal. Ich denke, bei mir sollte es auch nicht mehr allzu lange dauern. Sehe ich ja gleich mal. So, haben wir jetzt alles? Ja. Oh doch, es dauert tatsächlich noch eine ganze Menge. Hast du auf einmal so viel Vorsprung? Sonst hast du. Na gut, vielleicht hast du irgendwo jetzt noch. Ich habe ja 2 Quests nachgeholt. Ja, ja, genau, das wird es wahrscheinlich sein. Schützturmsteuerung. Die Landschränkung aufheben. So, dann fetzt euch mal gegenseitig. Ohne Assistenzsteuerung. Robotersteuerungssystem. Ja, ja, ich bin dafür qualifiziert. Geht aber nicht. Klar. Mist. So. Ja, ja. Gute Nacht, Mr. Handy.
Warum triffst du mich, bitte? Dankeschön. Wird so geschossen? Ja. So, Sicherheitsschüsse, Protokoll. Zum Sektor Alpha. Blablablub. Okay, ich glaube, wir haben das jetzt abgeschaltet. Da können wir noch nichts machen. So, ich schalte die Geschütztürme ab. Jo. Na gut, dann würde ich doch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.